Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. 27. Juli 2022. Ihr Lieben, in einem Körper auf diesem Planeten zu sein, ist eine bemerkenswerte Sache. In weiser Voraussicht habt ihr euch selbst in einen Erfahrungsspielplatz begeben, den eure Seele als solchen betrachtet. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Gelegenheiten für euch, die euch dabei helfen, euch voll und ganz zu entfalten. Also probiert neue Dinge aus, lasst die Angst los, etwas falsch zu machen, und nehmt die Idee an, dass der Wert in der Erfahrung liegt. Das ist genau das, was eure Entfaltung und euren höchsten Lebensausdruck ermöglichen wird. Ihr seid auf diesem Planeten, um zu leben, zu lieben, zu erschaffen und euer wahres Selbst zu erkennen. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tun wollt, empfehlen wir euch, euch einen Moment Zeit zu nehmen, um mit eurem inneren Kind zu sprechen und es zu fragen, was es gerne tun würde. Es wird sich freuen, wenn es gefragt wird, und es wird voller Ideen sein, die die Präsenz und den Spaß fördern. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, sehr schön, in einem Körper auf diesem Planeten zu sein. Ja, oder auch nicht. Ja, also, ja, es ist schon schön, aber es ist auch herausfordernd. Ja? Wir haben heute auch wieder den Arcturianischen Rat sagen hören, dass sie, ja, sich versuchen, da reinzufühlen, aber eben diese Erfahrungen nicht machen, ja, die wir hier machen. Und gerade für unseren Körper ist das gar nicht so ungefährlich hier, ja. Du kannst ständig falsche, schlechte Sachen essen, du kannst verunfallen, ja. Hier wird ja gesagt, in weiser Voraussicht hätten wir, haben wir auch, ja, wir haben uns diesen Erfahrungsspielplatz ausgesucht, den auch unsere Seele als solchen betrachtet. Und das ist spannend, ja, weil wir werden hier angesprochen und ich habe es ja schon häufig gesagt, unsere Seele scheint da immer eine Sonderrolle einzunehmen, ja, und unsere Seele findet, das ist ein Erfahrungsspielplatz und wir erkennen einfach auch oft, dass es auch ein Gefahrenspielplatz ist, ja. Ich meine, du kannst dir hier einfach mal den Daumen wegfräsen, ja. Super lustig, ja. Und unsere Seele, ja, Erfahrung, super. Und wir so, aua, verdammte Lotte, ja. Also, ich weiß nicht, ja. Mit all dem Gift, ja. Gut, da sind wir selbst dran schuld. Und mit wir meine ich uns als menschliches Kollektiv. Ich kann immer nur hoffen, dass die meisten eben kein Problem mehr darstellen für diesen Planeten, ja, den wir gekommen sind zu behüten. Ja. Ich hatte gestern ein ganz langes, schönes Gespräch und das ist so für mich so die Quintessenz, was man auch verstanden haben muss, dass wir die Hüter des Planeten sind. Ja. Und Beispiel, wenn dann jemand einwendet, dass ja die Tiere ja auch andere Tiere essen, dann ist es wirklich so, dass das erst gekommen ist durch den Niedergang unseres Bewusstseins. Die indischen Veden, ich habe es schon mal erzählt, nur mal ganz kurz, sagen eben, der Dämon Kali hat hier zwei Voraussetzungen für sich beansprucht. Die eine wäre, er würde im Gold leben, eben auch im Geld, ja, was eben dann diese Gier in uns auslöst, in ganz vielen Menschen. Und eben auch das Wesen, andere Wesen essen. Und ich glaube, tief schwingender geht's eigentlich gar nicht. Aus einer höheren Sicht, ja, wenn wir alle miteinander verbunden sind. Und damit meine ich nicht nur wir als Menschen. Ja, das ist ja eigentlich auch schon fast wieder gelebter Rassismus, wenn wir sagen würden, ja, wir Menschen, ja, uns soll's gut gehen, aber scheiß auf die Tiere. Ja. Ja, das sind eben auch unsere Freunde und wir fressen halt hier unsere Freunde, ja. Ich weiß nicht, ja. Aber das ist eben auch Teil dieses Erfahrungsspielplatzes, ja. Und es ist aber die Frage, wenn ich vom Bewusstsein diese
Dinge schon erkannt habe, ob das dann noch wirklich in Ordnung ist, wenn ich da mit manchen Sachen weitermache, ja. Und nur ganz kurz für den einen oder anderen Schlaubi-Schlumpf, ich glaube, das wird mein Wort der Woche. Wenn wir Pflanzen essen, ist das was anderes, weil Pflanzen sind überseelt. Ja? Gab es ein wunderbares Gespräch zwischen Clemens Arvey, dem Biologen, und Wolf-Dieter Stoll, die eben sich darüber unterhalten haben, ob Pflanzen Schmerzen haben können, was ja auch eine Zeit lang rumgegeistert ist, was eben nicht stimmt. Und ob wir vielleicht auch vermeiden sollten, Pflanzen zu essen. Ja? Ich kann zum Beispiel für mich sagen, dass ich mit Lichtnahrung wenig anfangen kann. Ja? Vielleicht ein bisschen zusätzlich. Ja? Vielleicht ist es noch ein bisschen gesünder. Aber wenn ich schon jetzt verkörpert bin, dann gehört für mich materielle Nahrung auch dazu. Ich finde es eher bereichernd, in dem Fall. Ja? So, da akzeptiere ich den Spielplatz. Ja gut, akzeptieren muss ich sowieso. Ja? Das sind natürlich auch wieder zwei Dinge und darauf werden wir auch gleich kommen, ja? Was Spaß betrifft und Akzeptanz. Und ihr wisst ja, ich bin ja nicht im Vorwurf anderen Menschen gegenüber. Ich bin aber in froher Erwartung und in einem großen Vertrauen, dass irgendwann alle Menschen sich ja naturgemäß ernähren werden, und damit meine ich die Naturgesetze, die kosmischen Gesetze, ja. Und Vegetarier ist insofern noch in Ordnung, als dass man rein theoretisch, ja, keine Tiere schädigen würde damit. Tut man natürlich schon, ja, ist auch klar. Aber rein theoretisch würde man es ja nicht machen, würde man die Tiere nicht so ausbeuten. Mit den Eiern ist es wieder was anderes, weil dafür werden sämtliche männliche Küken geschreddert, ja, oder die meisten. Und das kann auch nicht Sinn der Sache sein, als Hüter, ich wiederhole es nochmal, des Planeten. Also, und das gehört alles zu diesen körperlichen Erfahrungen dazu. Ja. Muss ich das feiern? Ich weiß es nicht. Ja. Fällt mir manchmal schwer, ja. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Gelegenheiten für euch, die euch dabei helfen sollen, euch voll und ganz zu entfalten. Ja, also wie gesagt, diese positiven Erfahrungen, gegen die habe ich ja gar nichts. Ja? Ich habe nur meine Seele in Verdacht, und ich habe das auch schon häufig bestätigt bekommen, dass die das anders sieht. Die sagt, scheiße auf gut oder schlecht, Hauptsache Erfahrungen. Ja? Und wie gesagt, da gehört dann der Autounfall dazu und der weggefräste Daumen und was euch noch so einfällt, ja? Irgendwelche Krankenhausaufenthalte, weil tatsächlich etwas Schwerwiegendes mit euch vor sich gegangen ist. Und ich verteufle übrigens Krankenhäuser und Ärzte nicht in dem Maße, wie es viele andere tun. Ich denke gerade die Unfallchirurgie zum Beispiel, ja, und auch die ein oder andere Notoperation, ist echt gut, dass das Menschen können, ja. Ansonsten würde vieles noch schiefer gehen. Dass wir uns so organisiert haben, dass das unter mega Stress geschieht, dass die Menschen, die diesen Job ausüben, gerade in den Krankenhäusern, gerade die Ärzte, die relativ frisch dabei sind, dass die total überfordert werden, ist doch klar. Ja? Dass die zum Teil einfach mal einen Tag lang nicht schlafen und man sich dann wundert, dass es eben Fehler im Krankenhaus gibt, ja, also geschenkt. Aber auch das sind alles, ja, körperliche Erfahrungen, weil wir inkarniert sind. Und der neuntdimensionale arcturianische Rat hat mal gesagt, ja, sie brauchen um viele Dinge sich gar keine Sorgen zu machen, ja, weil sie keinen Körper haben, ja. Und das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Also, ja, mein Vehikel, super, ja, ich versuche es auch zu pflegen, wie es geht. Aber ich könnte es mir auch gut und praktisch ohne vorstellen, weil ich dann tatsächlich, und das sind wir sind oft in Sorge um unseren Körper. Ja? Haben wir genug zu essen? Haben wir genug Schlaf? Haben wir genug zu trinken? Sind wir grundsätzlich gesund? Ja? Essen wir das Richtige? Trinken wir das Richtige? Und so weiter und so fort. Sind wir zu dick? Ja? Wir werden alt, hat auch mit unserem Körper zu tun. Also dieser Körper und dieses Körperliche, das ist an sich schon, ja, ein Erfahrungsschatz, der manchmal schwierig als Schatz zu erkennen ist. Ja? Und natürlich kann man auch das Beste daraus machen, und das sollten wir auch. Ja? Wir sollten jetzt nicht nur rumheulen und sagen, oh, ich werde alt. Ja? Ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ja? Früher hätte ich im Prinzip aus dem Stegreif zumindest einen Halbmarathon laufen können. Ja? Und ihr habt es ja mitbekommen, wie anstrengend das für mich war, überhaupt mal zum Joggen wieder zu kommen.
dann habe ich es ein halbes Jahr gemacht und im Prinzip war ich immer noch komplett am Hintern, wenn ich hier angekommen bin. Und das war eine Strecke von 3,5 Kilometern. Ja, das ist lächerlich. Ja? Aber so war's. Und so ist es, glaube ich, leider auch noch. Jetzt stelle ich mich wieder auf den Crosstrainer und diese körperliche Erfahrung, die ist jetzt auch nicht unbedingt Glückshormon produzierend, möchte ich es mal nennen. Ja, wir sollen neue Dinge ausprobieren. Ja, gerne, weil scheinbar funktionieren ja die alten oft nicht. Lasst die Angst los, etwas falsch zu machen und nehmt die Idee an, dass der Wert in der Erfahrung liegt. Ja? Das ist eben schwierig. Ja? Also man möchte ja doch, wenn man was macht, einfach auch in gewisser Weise erfolgreich sein, als dass man was sehr gut macht oder es zum Abschluss bringt, ja? Und dabei nicht ständig scheitert. Und bei manchen Sachen scheitert man ständig. Und das ist irgendwie suboptimal, würde ich mal sagen, ja. Und da sehen wir das eben anders als unsere Seele, ja. Ich meine, ich rede jetzt noch gar nicht über das katastrophale Außen, das wir gerade erleben. Und damit müssen wir sowieso versuchen, unseren Frieden zu machen, sonst werden wir ja verrückt, ja. Es reicht aber schon, in unserem Leben alles auf die Reihe zu bekommen und zu versuchen, wirklich das Beste daraus zu machen. Naja, was mir noch einfällt. Ja, das ist eigentlich ein bisschen kurios, weil Pflanzen zu essen ist ja oft unfassbar gesundheitssteigernd. Ja? Also es gibt so viele Heilkräfte in Pflanzen, aber ich habe noch nie gehört, dass man jetzt Rind essen muss, um seinen Husten zu lockern zum Beispiel. Ja? Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, man kann sich schon mal die Frage stellen, wo ist denn die heilende Kraft in der tierischen Nahrung, ja, die es ja wirklich in einer unfassbaren Menge in Pflanzen gibt. Also das nur mal so kurz, mir kam gerade der Gedanke nochmal, ja. Ja, und jetzt gerade wieder an etwas Wunderbares erinnert worden, nämlich, dass alle unsere Organe beseelt sind, ja. Wolf-Dieter Stoll hat es in einer Geschichte, ich habe nämlich mal kurz wieder recherchiert, ich wollte das Video finden, ich weiß nicht, ob es mittlerweile gelöscht ist, das Video, von dem ich vorher erzählt habe, aber er hat dann nochmal genau erklärt, also nebenbei, das ist ja das Spannende, wenn er erzählt und manchmal ärgern mich die Interviewpartner, weil die nicht die richtigen Fragen stellen, ja? Die haken nicht richtig nach. Ja? Auf jeden Fall hat er mir nochmal ganz genau in Erinnerung gebracht, dass unsere Organe beseelt sind und wenn es Organtransplantationen gibt, dann werden auch Themen mit transplantiert. Ja? Also zum Beispiel irgendwelche sexuellen Vorlieben oder auch Vorlieben, was Essen angeht. Und es gibt mittlerweile dafür sogar Therapeuten, damit man damit klarkommt, dass man etwas in sich trägt, das nicht dem ureigensten Wesen entspricht und das da ehrlich gesagt auch gar nicht hingehört. Ja? Also sehr spannend, da ja? Kann man sich auch mal überlegen, was das mit Bluttransfusionen zum Beispiel so auf sich hat. Da ja? Ich würde zum Beispiel nie Blut spenden gehen, ja? Würde ich nicht machen. Einfach wegen ein paar relativ ja, plausibler Verschwörungstheorien und andererseits auch aus diesem Grund, ja? Dass ich weiß, mein Blut gehört in keinen anderen Menschen hinein. Und das Spannende ist aber eben, dass all unsere Organe beseelt sind von uns. Und da bekommt dann dieser Satz, dass es eine bemerkenswerte Sache ist, in einem Körper auf diesem Planeten inkarniert zu sein, doch schon wieder eine andere Tragweite und eine andere Tiefe. Und natürlich gehört die Akzeptanz dazu, dass wir wirklich wegen der Erfahrungen da sind. Wir können nicht so tun, als ob unsere Seele nichts mit uns zu tun hätte. Ja? Und wir dürfen natürlich auch erkennen, dass die Wahl der Erfahrungen tatsächlich in ganz hohem Maße eine wirklich sehr bewusste Wahl ist. Denn das, was ich aussende ans Universum, werde ich auch zurückbekommen. Wie man in den Wald ruft, so schallt's heraus, ja, sagt man ja so schön. Und besser kann man es eigentlich auch gar nicht sagen, weil es so einfach ist. Ja? Meine Schwingung beinhaltet das Potenzial des Feedbacks des Universums. Und wenn ich hochschwinge, bekomme ich hochschwingendes Feedback und dann fräse ich mir halt nicht den Daumen weg.
und in einer hohen Schwingung und mit wirklich inspirierten Handlungen kann ich eigentlich auch nicht mehr scheitern. Ja? Zumindest nicht auf dem Niveau, auf dem es uns anfangen würde zu ärgern, weil das Potenzial ist überhaupt nicht in unserer Schwingung enthalten. Dieses Feedback brauchen wir nicht vom Universum und deswegen werden wir immer erfolgreich sein, natürlich nicht in dem herkömmlichen 3D-Erfolgsraster sozusagen. Und wenn wir wirklich hier sind, auf diesem Planeten, um zu leben, zu lieben, zu erschaffen und unser wahres Selbst zu erkennen, dagegen gibt es dann auch nichts mehr einzuwenden, oder? Wenn wir nicht genau wissen, was wir tun wollen, das ist sehr interessant, weil ich habe den Versuch auch gleich gemacht, empfehlen wir euch, euch einen Moment Zeit zu nehmen, um mit eurem inneren Kind zu sprechen und es zu fragen, was es gerne tun würde. Es wird sich freuen, wenn es gefragt wird und es wird voller Ideen sein, die die Präsenz und den Spaß fördern. Ja, da muss ich sagen, war ich relativ erfolglos. Ich bin immer noch etwas behaftet in dem Thema der Disziplin, ja, dass ich vom Verstand weiß, was jetzt vernünftig wäre, wo gute Felder wären, wo ich auch dementsprechend, wie gesagt, erfolgreich wäre, aber das hat nicht unbedingt was mit Spaß zu tun und mit der Liebe zum Leben, wie es auch gestern in dem Text hieß, und auf der Suche bin ich noch, aber ich werde mir heute nochmal einen längeren Zeitraum gönnen, um das herauszufinden und nochmal Rücksprache mit meinem inneren Kind führen, um vielleicht wirklich eine gute Antwort zu bekommen, wo gerade der Spaß bei mir zu finden ist. Und jetzt nochmal ganz wichtig, ja, gute Laune ist keine hohe Schwingung. Freude ist keine hohe Schwingung. Spaß ist keine hohe Schwingung. Aber das Gegenteil dieser Dinge wird auf jeden Fall eure Schwingung senken. Und insofern ist es natürlich auch gut, wenn wir in der Freude sind und wenn wir auch Spaß haben und wirklich Spaß. Ich habe ja schon mal den Unterschied zwischen Freude und Spaß erklärt. Ich glaube, das ist ganz gut rübergekommen. Und bei gute Laune kann ich nur sagen, ja, da muss man vorsichtig sein. Ja? Ich habe vor dem Podcast so ein blödes Bild im Kopf gehabt. Ich lasse euch jetzt einfach mal daran teilhaben. Und zwar, sage ich mal, ein Profikiller, ja, der sein Opfer erwischt, ja, der hat vielleicht auch gute Laune, weil eine halbe Million Dollar bei ihm am Konto gelandet sind und er einen richtig guten Job gemacht hat, dann geht ihr vielleicht auch pfeifend die Straße entlang. Und wenn ihr den sehen würdet, würdet ihr sagen, ja, der hat aber eine hohe Schwingung. Hat er nicht. Ja? Der hat gute Laune, die noch nicht mal gerechtfertigt ist, aber er ist halt nicht schlau genug oder Mensch genug, muss man in dem Fall sagen, um das zu erkennen. Ja? Also damit ihr das versteht. Ja, man kann gute Laune haben und überhaupt keine hohe Schwingung haben und nicht ansatzweise erkannt haben, was man wirklich ist. Nämlich Quellenergie und mit allem verbunden. Aber auf jeden Fall ein guter Tipp ist, neue Dinge zu probieren, ja, sich nicht nur auf die alten Sachen zu verlassen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich gerne mache. Ja. Also Gitarrist, spielt Gitarre, schreibt Songs, kann ich alles. Ja. Dann hier Spiritscape, habe ich auch mittlerweile verstanden, wie das geht und mache ich auch schon seit 2016, kann ich auch, kann ich mich auch drauf verlassen. Ja. Und Tischtennis spielen zum Beispiel, kann ich auch, habe ich früher viel geübt und trainiert. Nicht bewusst, aber weil ich so viel gespielt habe, kam es dann automatisch, ja, kann ich auch. Das sind nicht wirklich neue Dinge. Ja. Die Handpan ist ein bisschen was Neues, aber hat natürlich auch wieder ganz deutlich mit dem Thema Musik zu tun, bei dem ich mich eigentlich auch schon wieder, ja, auf alte Geschichten verlassen kann, die dann einfach funktionieren. Also zum Beispiel, wie man übt. Ja. Ich habe sofort Konzepte im Kopf, wenn ich so eine Handpan in der Hand habe. Anstatt dass ich einfach nur mal spiele. Ja? Also das steckt halt eben tief in mir drin. Und insofern bin ich mal gespannt, ja, was da wirklich Neues kommt. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, wuhu. Yippie.